Hereinspaziert. Mein Name ist Diana Opitz. Ich bin seit 1.6.2023 die Bürgermeisterin von Sasbach in der Ortenau. Also schönen Tag und Grüße an die anderen Schwestern. Tschüss! Bürgermeisterin zu sein ist der schönste Job der Welt. Er ist sehr anstrengend, er ist sehr herausfordernd, aber er macht unglaublich viel Spaß. Hallo Frau Holscher. Hallo. Zeigen Sie mal, was gibt's denn Neues? Ich war 25 Jahre in der Medienwirtschaft tätig und die letzten 7 Jahre beim Burda Verlag in Offenburg in einer leitenden Position. Ja, und hier ist die Kooperation zwischen Kindergärten und Grundschule drin. Die Führung, die Arbeit mit Menschen, die Führung im Team, diese Leistungsverantwortung natürlich auch. Die Budgetverantwortung. Es gibt unheimlich viele Dinge, die sich überschneiden und die ich natürlich jetzt auch im Bürgermeisteramt gut verwenden konnte. Viele Frauen wollen es immer allen recht machen. Das funktioniert natürlich nicht. Mein Antrieb ist das Gemeinwohl tatsächlich, auch wenn es vielleicht ein bisschen abgedroschen sich anhört, aber man kann unglaublich viel bewegen. Man ist nah an den Menschen. Und ein Teil des Klosters ist das Ökonomiegebäude, wird unser neuer Kindergarten. Hier wird nochmal ein Schlafraum entstehen. Also das sind die zwei großen Aufenthaltsräume. Und Sie sehen schon eine tolle Besonderheit. Die Fenster sind in Herzform. Mein Leitbild oder mein Motto ist das Beste für Sasbach. Und nach dem Motto stehe ich jeden Morgen auf, gehe ins Rathaus und denke mir, was mache ich heute wieder, was das Beste für Sasbach ist. Das ist richtig cool. Das ist so ein kleiner Abstellraum. Hier sind unsere ganzen Unterlagen von den Gemeindeaufsitzungen. Mal genau durchlesen, wann wir was gemacht haben und in welchem Jahr. Frauen sind deshalb wichtig, nicht weil sie besser sind als Männer oder schlechter, sondern weil sie andere Politik machen. Das ist unser Pfarrhaus hier und das dahinter ist tatsächlich denkmalgeschützt, dieses Häuschen da. Sie machen einfach andere Politik. Sie machen Politik vielleicht mit einem weiblicheren Blick, wenn man das so sagen kann. Hier machen wir ganz oft Ausstellungen, hier passiert viel Kunst und Kultur. Und immer mal wieder kann man dann auch hier in den Raum auch wirklich solche Dinge machen. Es ist mir wahnsinnig wichtig, dass auch Frauen sich trauen. Das ist eigentlich das, was die Motivation sein sollte, auch allen zu sagen, Mädels, macht es auf jeden Fall, traut euch. Frauen sind auch zu allem fähig. Also es kann auch beispielsweise ja nicht sein, dass Frauen, wenn sie jetzt in ein Gremium gewählt werden, dann immer im Ausschuss Schule und Soziales sind. Warum kann nicht eine Frau mal in den Bauausschuss, in den Hauptausschuss, in den, keine Ahnung was, Ausschuss, Wirtschaftsausschuss? Also es gibt so viele andere Möglichkeiten. Wir können alles und wir sollten es auch tun. Ich würde gerne dazu sagen, ich kann das und ich mache das. Ich mache es auch.